Klopf, klopf. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mittag? 12. Wo immer ihr gerade steckt. Ja, achso, ja, stimmt. Ja, euch, was auch immer ihr habt. Wie süß, ein Hünd. Ein Hünd? Vielleicht schmeißt du der. Wäre geil, wenn er einen französischen Akzent hat. Wie geil, dass das auch dann gleichzeitig. Wir haben sehr schwül heute, weil es gestern noch lange geregnet hat. Aber das interessiert uns nicht, denn wir gehen rein! In den Haus. In den Haus rein. Wir hauen jetzt Money raus, weil wir geil sind. Und zwar heute zwar nicht ganz so riesengroß, aber groß genug. Und zwar in die Port Charlotte Mall. Wir sind an einem Feiertag heute hier. Ja. Labor Day. Oh. Tag der Arbeit, wo keiner arbeitet. Labor Day, das heißt, mal gucken, was die Angebote für uns haben. Wird geil. Mall ist nur was mit Polyester. Ja. Yeah. Ein paar Jeans für 25 Euro kaufen. Es riecht einfach von 5 Meter davor. Es ist halt einfach nur noch Douglas. Und los geht's! Also. Oh nein. Hast du die ausgesperrt? Ja. Warum ist das passiert? Ich bin rausgegangen und du hast die Tür nicht festgehalten. Aber ich vlog. Ja, aber du hast auch trotzdem nach. Oh Mann. What's that for? Du musst der. Wer ist diese Staff eigentlich? Die hol ich jetzt. Klopf, klopf. Das ist so schlecht. Ich meine, wenn Steph nicht kommt. Wenn Steph nicht kommt, muss ich klettern. Muss ich klettern? Nein, ich hab mich ausgestellt. Mach ich auch nochmal. Das ist die Kamera gerade. Put on all the freshest shit you ever seen. New York, LA, Milan, Italy. I know that your girl wanna get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Barney, spent your whole year's salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. Ja, er hat hart seinen Cash rausgehauen. Wir haben kein Geld mehr für Essen, deshalb muss ich jetzt wieder alles zahlen. Komm, wir kaufen uns einen Honda. Hier gibt's alles, Leute, hier gibt's alles. In der Mall gibt's nicht nur Hollister und Essen, sondern hier gibt's auch einfach Autos. Ich meine, wieso auch nicht? Oh, hier, Tiguan. So sieht er hier aus. Weiß. Bei uns wird er nur schwarz. Bei uns ist er nur schwarz, ja. Die machen ja gleich zu. Heute ist nämlich, wie gesagt, der Labor Day. Feiertag, wo nicht gearbeitet wird. Aber auch schon irgendwie. Oh, ich glaube, wir dürfen nicht mehr raus. Nein, wir machen hier nichts. Wir spielen hier nicht an der Elektronik rum, Daniel. Sonst werden wir noch verhaftet. Oder noch viel besser, erschossen. Wir haben jetzt 17.49 Uhr. Ja. Und wenn die Mall doch bis 18 Uhr auf hat, dann möchte ich da noch 10 Minuten shoppen. Also ich muss sagen, die waren wirklich schon sehr unfreundlich. Also im Gegensatz zu dem, was normal in Shops die Regel ist, wo man extrem nett empfangen wird und selbst wenn man sich richtig dumm verhält, sind die super nett noch. Ja. Aber da sind Leute, also wir waren gerade bei Hollister und ohne Scheiß, dieser eine Typ, der hatte ja so keinen Bock auf seinen Job.
Also, das war, also ich glaube, der hat absolut keinen Bock mehr. Ja, also genau. Also, er war durch. Also, der wollte Feierabend haben, aber dann so richtig penetrant. Ich finde. Man muss halt auch immer sagen, es ist Sonntag. Ja. Na gut, die hat jeden Sonntag auf die Mall. Ja, genau. Also es ist halt jetzt nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes, dass der arbeiten muss heute. Und im Endeffekt hat er sich auch freiwillig dafür eingetragen, wahrscheinlich heute zu arbeiten. Genau, und ich finde, ich komme hier im Urlaub hin, bring da mein Geld hin, ja. Und die haben keine Lust. Wir spielen jetzt Schuhfußball. Schick. Hier, komm. Aber das ist Ack. Ich habe ohne Scheiß nicht damit gerechnet, dass er einfach mal 20 Meter weit fliegt. Wir sind hier bei YouTube, ich weiß, es ist Internet, aber wer ist denn die Olle? Was ist das für eine Frage? Jetzt mal ganz im Ernst. Naja, ich will aber nicht so sein wie der Hollister-Mann. Ich bin ja auch freundlich. Trotzdem, schreibt man nicht. Wir fahren jetzt was essen, cool! Olive Garden, Daniel, freue ich schon. Du, wer bist du denn nochmal? Ach, du bist die Olle, stimmt. Es geht nicht, wenn man auf den Knopf drückt, auch wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Entschuldigung. Daniel, mach die Tür auf! Oh. So ein Arsch. Also gefühlt sind hier nur 2000 Grad drin. Ach, Olive Garden, das wird cool. Du warst noch nie bei Olive Garden. Ich war noch nie bei Olive Garden, du genau. Du genauso begeistert sein wie wir, Knall. Du wirst genauso rausrollen wie wir. Also ich mag auf jeden Fall Oliven und ich bin gerne im Garten. Also ist das eigentlich eine ziemlich coole Kombination. Wenn man da war, weiß man, dass man keine Oliven kriegt. Was? Im Olive Garden gibt es keine Oliven? Ja. Say what? Es ist ja auch nicht der... Entschuldigung, aber das kann man nicht machen. Also ich schreibe ja auch nicht Steak dran und dann gibt es bei mir nur Möhren. Es ist ja aber nicht der Olivengarten, es ist... Olives Garten, also der von Olivia, also von Olive. Ach so, aber ist da ein S hinten dran? Da sind Trauben also auf dem Schild. Ich glaube, die Trauben sollten Oliven sein. Also die Oliven, so sollen das S symbolisieren. Ich glaube ja, das ist Olive Garden, das weiß der Oliven. Ja, es heißt auch. Ich bestelle Oliven. Between the white and the black one. Naja, wir werden gleich herausfinden, ob es im Olive Garden Oliven gibt. Bleiben Sie dran. Zurück zur Zentrale. Dinnertime? Auf jeden! Dinnertime. Wir gehen jetzt zu Olive Garden und es sind wirklich Trauben, es sind keine Oliven auf dem Schild. Aber vielleicht gibt es da trotzdem Oliven. Warte, ist da jetzt ein S dran? Ich gucke jetzt. Nein, es heißt wirklich Olive Garden. Naja, wir essen jetzt was. Okay, bis später. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Eine Ewigkeit später. Ich will nicht deinen coolen, stylischen Vlog gerade unterbrechen, aber ich sehe Gurken. Ich wollte es gesagt haben. Also hier gibt es auch Gurken. Ist übrigens immer noch nicht geschrieben, was eure Lieblingsgurken bei Tankstellen sind. Also wir warten noch drauf. Ja. Schrimps mit Reis. Schrimps mit Reis. Der Gag kommt auch erst gut, wenn man ihn zweimal erzählt. Der Gecko. Mayonnaise. Oh, Entschuldigung, da war ich kurz zwischen der Mayonnaise und der Kamera. Eins der schlimmsten Sachen in den USA. Für mich als Gin-Liebhaber, es gibt kein Premium Tonic Water. Es ist halt. Gott, dann kann ich mir meinen Gin auch mit Leitungswasser strecken. Es ist halt. Das ist halt. Das ist Kacke. So eine Plastikkacke. Und Diet. Das trinkt doch keiner. Oder ich muss mir halt für 11 Dollar Tonic kaufen. Was gibt's hier? Beef Jerky. Wir lieben ja alle Beef Jerky. Summer Sausage. Also, um nur mal kurz die Fans zu beruhigen. Wir sind hier bei dem Überlebensregal. As fuck. Die Sachen, die niemals aussterben. Ich meine, Snowballs und Ho-Hos kennt jeder.
Und da sind die unzerstörbaren Twinkies. Wir holen euch. Das Ding ist, es waren halt Ho-Hos, Snowballs, Ding-Dongs und Twinkies. Ja, wir haben jetzt erstmal Jodels dabei. Wir müssen erstmal gucken, wie geil Jodels. Also, das ist das komplette Überlebenspaket. Ja, ich weiß. Das darfst du nicht vergessen. Wir machen das also, in Staffeln. Also, das ist quasi Survivor. Nein, wir machen es in Staffeln, damit wir dann auch sehen, was geiler ist. Weil. Ist das quasi genauso wie der Gurkentest? Das ist wie der Gurkentest, aber mit Jodels, Twinkies, Ho-Hos und wie die ganzen anderen Dinge heißen. Die Boss-Hos. Doodle-Doodles. Doodle-Doodles und Diddle-Diddles. Warum gibt's keine Doodle-Doodles? Aber was ist das? Schön die Brown Bags. Normalerweise sind da Dildos drin, aber hier ist das Essen. Hier sind halt Ho-Hos drin. Hier sind in den Brown Bags direkt Ho-Hos und nicht nur Dildos. Dildos. Damit geht auch dieser Abend zu Ende. Aufgefüllt mit Eis, Trinken und Snacks. Schreit nach einem lässigen Poolabend, würde ich sagen. Also, bis dann!